Hallo, herzlich willkommen. Heute 15 Packungen Sticker plus meine Mappe in irgendeiner Hoppala, da war noch Sticker. In irgendeinem Video wird es mal mehres dazu geben. Aber jetzt öffnen wir mal unsagliche 15 Päckchen Sticker. Wir beginnen auch gleich mit dem ersten Päckchen der Sticker-Serie von der Weltmeisterschaft. Glasian Hütte, da ich glaube, der fehlt mir noch. Und Dante habe ich doppelt. Jetzt kommt das zweite Päckchen. Hier wird jetzt vielleicht mal ein Wappen, erhoffe ich mir. Ja, cool, den brauche ich. Ein Wappen wäre wirklich eine tolle Überraschung, weil ich in letzter Zeit mit den Wappen nicht meine besten Freunde, weil ich nicht so viel Wappen in letzter Zeit bekommen habe. Bei wie vielen Päckchen sind wir beim vierten, oder? Vierten, ja. Wir haben das Mannschaftsbild von Uruguay, sehr schön, auch wenn ich schon habe. Wir haben noch Messi, Lionel Messi, habe ich jetzt auch doppelt. Lionel Messi sollten die meisten eigentlich haben, weil er zumindest bei mir bei dem Heftchen am Anfang gleich dabei war. Also ist es bei mir jetzt jeder Lionel Messi doppelt. Das heißt, wenn ihr jetzt Lionel Messi, hätte schon so sicher als Lionel Messi, Ronaldo, Götze, Reus, alle deutschen Sticker seht, hey cool, das Wappen, das Mannschaftsbild von Brasil hier mit Neymar Junior. Wo ist Neymar Junior? Hier ist Neymar Junior. Unter meinem Glitzerkärtchen. Neymar Junior, wenn ihr den seht, auch doppelt. Das habe ich jetzt auch doppelt, sehr schön. Schon wieder nämlich. Es hat das Wappen von Brasilien, habe ich relativ oft. Schaut mal in die Kommentare, es würde mich wirklich mal interessieren, wie oft ihr das Wappen von Brasilien habt. Habt ihr es überhaupt? Und wenn ihr es habt, habt ihr es doppelt? Und wie oft? Habe ich jetzt auch doppelt das Wappen von Nigeria? Dieses Päckchen hebe ich mir auf. Weil die erste Seite übrigens, Leute, habe ich voll. Das kann ich euch beweisen, das zeige ich euch kurz. Hier sieht man, erste Seite voll. Schön, ne? Toll. Und jetzt machen wir mal weiter mit dem wesentlich wichtigeren in dem Video. Den Päckchen. Das ist jetzt, glaube ich, schon das 10. Päckchen. Oh mein Gott. Ich zähle da leider nicht so mit. Das heißt, es ist ja auch egal, wie viele Päckchen man öffnet. Hauptsache, man hat schöne Kärtchen dabei. Ich doppelt. Und den habe ich, glaube ich, auch schon. Jetzt haben wir hier ein Mannschaftsbild, wie ich sehe, und zwar von Griechenland, von Hellas. Das Mannschaftsbild von Honduras fehlt mir noch, das ist ganz cool. Da würde mir bei Honduras dann auch nur noch ein Spieler fehlen. Hätte ich Honduras auch voll. Hier ein... Nein, wie cool! Hey, cool! Hey, obercool sogar! Ich habe, glaube ich, ganz schön bald Portugal voll. Das finde ich mal cool. Au, wir haben das Mannschaftsbild von England. Hollala. Den habe ich gerade eben schon gezeigt. Und jetzt das heilige Päckchen. Warum denn nicht heilig? Dieses Päckchen hat mir verholfen, dass ich Deutschland voll krieg. Applaus! Hier sehen wir das Mannschaftsbild von Deutschland. Wundervoll, wirklich wundervoll. Jo. Ich würde euch eigentlich sagen, das wäre das Video schon. Wisst ihr was? Ich mache noch was. Wo ist Portugal? Hallo. Ich suche gerade Deutschland. Das ist schrecklich. Wisst ihr, bei den Hardcover-Dingsbums, Büchern ist es halt der Vorteil, dass man sich nicht so leicht verblättert. Kann hier halt schon passieren. Jetzt die 400
89. Damit 489, das muss ich mir aufheben, das hat er an. 489. So. Das. Deutschland ist voll. Ich bin froh, Deutschland war die Mannschaft, die ich am ersten voll haben wollte. Jetzt ist das geschehen. So, mit diesem tollen Bild verabschiede ich mich schon wieder von euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, das war euer Moritz.